Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen in der tiefsten Nacht bei The Witcher. Ja, wir sind vor dem Haus. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier, das Fass habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Und ja, ich habe mir einige Tipps geben lassen von guten Roberto, der gesagt hat, ich brauche nur einen Trank schlucken. Und die Zahl hat was mit der Anzahl zu tun. Da habe ich ja gesagt, Sunny, ne? Er hat nicht zugehört. Ja, Sunny ist nicht da, aber so kann sie mich auch nicht ablenken, ne? So. Wir nehmen einen Trank, das ist mit der 6 genau, und gehen dann mal rein. Da geht's direkt richtig los, wir müssen uns konzentrieren. So, komm her. Und direkt gebackt hier. So, das ist alles schon wieder scheiße hier. So, komm her. Okay, vielleicht klappt das so. Probier's. Komm. Komm, komm, komm. Nein, das klappt nicht. Das klappt nicht. Und ich habe keinen Zauber ausgerüstet. Scheiße. Und wir sind down. Wir probieren es gleich nochmal. Ich habe ja zum Glück zu dem Zeitpunkt gespeichert, damit wir das Ganze nicht nochmal alles laufen müssen. Oh, die Mortal spielt Dishonored. Auch ein sehr schön. Habe ich let's played. Habe ich, glaube ich, noch nicht let's played. Da war das noch nicht so. So. Oder? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Gut. Wir schlucken den Trank. Und dann mache ich es direkt mit dem Dingenskirchen da. Mit dem Gruppenscheiß da. Und den Zauber haben wir ausgerüstet, aber nicht den da. Wir wollen den da. So, und das Ganze nochmal. So, komm her. Da, die Taste, genau. So, und jetzt geht's ab. Vielleicht schaffen wir es ja, hier ein bisschen Schaden anzurichten. So, und nochmal. Und komm, komm. Das sieht ganz gut aus. Jawoll. Meine Fresse, ey. Wir haben es überlebt. So, und jetzt schön looten. Die Typen hier. Die Schwerter lassen wir immer mal drin. Haben wir ja schon eins. So. Gibt es hier noch irgendwelche Sachen, die wir looten können? Die ganzen Fässer. Okay, das auch noch. Gut. Was haben wir hier? Überreste? Den können wir auch noch looten. So, was haben wir jetzt hier drin gekonnt? Da ist noch Überreste. Behälter. Okay, Catherine Gold. Ein Huhn. Okay, ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir jetzt hier drin... Ah, hier ist eine Falltür. Guck ihn an. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Dieser Bastard. Ja, was machen wir in der Falltür? Können wir runter. In die Höhle. Und da sind weitere Salamandra. Wir speichern zur Sicherheit mal. Das muss ich jetzt mal mich, da muss ich mich dran gewöhnen. Und das müssen wir jetzt öfter mal machen, nehme ich mal an. Hallo, liebe Freunde. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Ja, wer ist Azar Yavet? Da ist die große Frage. Wer ist Azar Yavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet.
Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, aufstehen! Zumindest haben wir jetzt erfahren, wo es lang geht. Das ist sehr nett von denen. So, und diese stellen hier keine wirkliche Bedrohung dar. So, zack. Machen wir mal auf den hier. Mit den ganzen Tastenkombinationen muss ich erstmal wieder richtig klarkommen. Das habe ich noch nie... Mit dem Kampfstil wechseln und so. Sehr kompliziert. So, die Spur... Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Jo, Alvin und die Chipmans, die haben wir jetzt wieder getroffen. Silber und ein Bernsteinring. Ein Wert von der Ring. Achso. Ja, toll. Ich bin voll. Schade, schade, schade. Voll, voll. Das ist echt ein bisschen kacke. Buch des Waldkauzes. Ja, jetzt die Frage, was können wir hier wegschmeißen, ey, echt. Ich nehme mal hier das hier. Kann ich den Wie kann ich den wegschmeißen? Vielleicht, warte mal, da reinpacken? Nee. Ich gucke mal, warte mal. Achso, und das jetzt hier, das wollte ich doch gar nicht. Das da wollte ich. So, ihr. Beim Feuerstein. Ich bin froh, wenn... Das geht auch nicht. Ich kann die Sachen nicht wegschmeißen. Wieso kann ich die nicht wegschmeißen? Das ist echt ein bisschen doof. Edelster Wein. Das ist jetzt echt scheiße. Weil das sind wahrscheinlich, ja, Gegenstände, die ich nicht unbedingt, die ich zwar brauche, aber... So, wir trinken das einfach mal, dann haben wir zumindest einen Platz wieder frei. Himbeersaft regeneriert Ausdauer. Das will er nicht trinken, oder was? Doch, jetzt. Okay, jetzt haben wir ein Stück mehr Platz. Dann können wir das mitnehmen. Ein silberner Ring mit Rubin. Ja, gut. Das ist halt an sich so ein bisschen doof. Da ist auch noch eine Schatztruhe, das auch noch, ey. Eine Fackel. Und Geld. So, das können wir zum Glück alles mitnehmen. Was ist das hier? Buch des Waldkauzes, das haben wir schon, hoffe ich. Ich kann jetzt aber halt nicht alles mitnehmen. Blau Meteorit. Waffenausbaustufe. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, das Geld mitnehmen. Können wir das... Nee, das können wir nicht einpacken. Das habe ich mir schon gedacht. Wertsache. Wir müssen verkaufen, unbedingt. Irgendwo und irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, wann. So, haben wir das jetzt hier. Und dann das. Ist die Frage, was können wir mit dem da machen? Ein Stück eines blauen Meteorits, aus dem ein Schmied ein Schwert schmieden könnte. Ihr braucht 3 Meteoritenteile, um ein Schwert herzustellen. Aha. Okay, dann suchen wir uns mal ein bisschen hier. Vielleicht gibt es ja hier was. Das ist ein Dolch. Unbekanntes Kraut, das kann ich nicht nehmen. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich nicht zu weit laufe. Dass wir uns in der Höhle noch ein bisschen umschauen können. Oh Gott, hier sind Kinder. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Aha. Das ist ja nett. Und dich auch? Tut mir nicht weh. Das überlege ich mir zweimal. So, da ist Alvin, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich nehme mal die Fackel. Dann haben wir nämlich voll krasses Licht hier. Ja, guck ihn noch an. So. Dann ging es hier wahrscheinlich doch nicht weiter.
Ja, genau, das dachte ich mir. So. Was haben wir da? Nix. Dann können wir zu Alvin gehen und dann uns hier aus diesem, ja, aus dieser Höhle rausmachen und vielleicht beim Geistlichen vorbeischauen. Folgt mir. Mach ich doch. So, komm. Rums. Neue Region wird betreten. Kokwa. Ist Alvin auch hinter mir? Der ist mir ein bisschen gruselig, der Typ. Okay, und da hinten. Wer ist das? Abigail, aha. Aha, aha. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. If you know what I mean, you know. Nicht okay. Nötig. Ich spreche mit den Dörflern. Ich spreche mit den Dörflern von Monstren und Menschen wohl aktualisierend. Wir sind jetzt hier. Was können wir hier rausnehmen? Nichts, ist nur eine Feuerstelle. Können wir leveln? Können wir leveln? Ja, ich muss draußen mit den Leuten sprechen. Charakter. Wo ging denn das? Alchemie, System. Nee, nicht ganz. Karte, Held. Hier. Wir haben 0 Punkte, okay. Gut, hat sich demnach schon erledigt. Wir meditieren gar nicht. Und gehen raus zu der wütenden Menge. Zum Mob. So. Und dann geht's los da. Ich nehme an, es ist dann bald Ende hier, in dem Kapitel. Oder zumindest im Umland von Vysima. Und wir laufen weiter. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Oh, 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 ich befürchte, wir haben eine Entscheidung zu treffen demnächst. Ja, eins, euer Bruder war ein Krieger, ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können? Klar. Glaube euch. Ja, das stimmt, ne, das ist halt so ein Kaufmann, ne, der säuft den ganzen Tag, wollte auch mit uns saufen. Mit uns gesoffen. Ich nehme mal euer erstes. Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben.
Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Das ist die Frage. Das ist auch nicht so wirklich überzeugend, will ich mal behaupten. Na, er hätte es nicht tun sollen oder müssen. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Das stimmt wiederum, ne? Aber Mikul vergewaltigte Ilsa. Ne? Das muss man halt auch mal irgendwie... ja. Fahrt fort. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Das ist ja falsch. Sie hat's ja nicht getan, hat sie gesagt. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Ja, ich weiß nicht, wie ich es bereuen würde. In der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Wir werden sie töten. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Ja, das möchte ich wirklich. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Geile Ansprache. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. So sieht's nämlich aus. Und sie lassen uns in Ruhe. Zumindest vorerst. Jetzt können wir der Bestie entgegentreten. Irgendwo da hinten lauert sie. Jetzt kommt sie. Ein etwas größerer Hund, kann man schon mal sagen. Okay. Die Bestie. Wir trinken mal einen Trank. Und wir müssen erstmal hier die ganzen kleinen Viecher alle machen, glaube ich. Oh. Abigail ist tot. Und ich bin gelähmt. Warum? Okay. So. So, das wird jetzt ziemlich eng, glaube ich. Was machen wir denn? Was passiert hier? Scheiße! Und in der nächsten Folge, liebe Freunde, dann werden wir die Bestie nochmal angehen und diesmal werden wir siegen. Wir werden siegen und das Dorf mehr oder minder befreien, obwohl die ja irgendwie alle ein bisschen doof und scheiße sind, ne? Trotzdem werden wir es machen, denn wir werden dafür bezahlt. Vielleicht kann mir noch helfen. Abigail ist unsere Unterstützung und diesmal muss sie auch überleben.